Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Fake-Shops mit einem Klick identifizieren. Beim Online-Shopping wird es immer schwieriger, seriöse Anbieter von Betrügern zu unterscheiden. Dafür hat die Verbraucherberatung jetzt ein neues Angebot entwickelt. Auf den ersten Blick scheinen dies legitime Shops zu sein. Doch wer bei Fake-Shops einkauft, sieht sein Geld meist nie wieder. Betreiber sind in der Regel nicht auffindbar, weil sie mit gefälschten oder gestohlenen Daten arbeiten oder sich weit entfernt auf anderen Kontinenten befinden. Die Verbraucherzentrale NRW geht davon aus, dass mit einer gefälschten Transaktion je nach Professionalität Millionenumsätze erzielt werden können. Großer Verlust für die Verbraucher. Und es kann noch schlimmer kommen. Einige gefälschte Ladenbesitzer stehlen die Identität ihrer Käufer. Manchmal verwenden sie Informationen, die von Verbrauchern bei der Bestellung für ihre eigenen Zwecke bereitgestellt werden. Sie können diese Informationen beispielsweise verwenden, um selbst Einkäufe zu tätigen. Doch am Ende geht die Rechnung an den ursprünglichen Fake-Geschäftskunden, warnt beispielsweise die Verbraucherzentrale. Betrüger werden immer professioneller. Fake-Shops sind schwer zu entdecken. Sie werden heute im Internet massenhaft produziert. Wir arbeiten mit professionellen Modellen, mit denen sich in wenigen Minuten Fake-Shops erstellen lassen, sagte ein Sprecher der Verbraucherzentrale, der das Projekt Fake-Shop-Finder bei der Verbraucherzentrale NRW leitet. Diese Modelle werden immer perfekter. Fake-Shops sind laut Verbraucherzentrale nicht mehr an schlecht übersetzten Texten oder dem fehlenden Impressum zu erkennen. Viele Kriterien müssen überprüft werden, um eine Vorstellung von der Zuverlässigkeit des Shops überhaupt zu bekommen. Das Verbraucherzentrum bietet Benutzern jetzt Hilfe zur Suche nach gefälschten Geschäften. Zu Beginn wird bei der Suche nach einem Fake-Shop der vom Nutzer eingegebene Domainname, also die Internetadresse des Shops, mit der bereits bei der Suche nach dem Fake-Shop selbst überprüften Datenbank von Internetadressen verglichen. Darüber hinaus wird es mit gefälschten Einträgen und echten Store-Einträgen verglichen. Neben der Tatsache, dass der Shopfinder prüft, ob der EU-Streitbeteiligungsvermerk auf der Shop-Seite aufgedruckt ist, prüft er auch, wie alt der Domainname ist und wann er zuletzt geändert wurde, ob die angegebene Shop-Seite eine Umsatzsteueridentifikationsnummer hat und ob der Ausweis auf der Webseite auch gültig ist. Darüber hinaus sammelt die Suchmaschine Shop-Bewertungen der wichtigsten Bewertungsplattformen und prüft den Quelltext auf bestimmte technische Merkmale, die der Konsument selbst kaum überprüfen kann. Anhand aller Ergebnisse errechnet der Fake-Store-Finder dann die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Fake-Store oder eben auch nicht um einen Fake-Store handelt. Das genannte Angebot findet ihr auf der Webseite verbraucherzentrale.de. Bundesförderung. Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit 250.000 Euro die Entwicklung eines Fake-Store-Detektors finanziert. Der Verbraucher braucht eine unabhängige und einfache zu bedienende Möglichkeit, um schnell zu überprüfen, ob der Online-Shop, in dem er einkaufen möchte, gefälscht ist, erklärt ein Sprecher des Ministeriums für staatliche Unterstützung. Verbraucher müssen sich beim Online-Shopping immer an die Regeln halten. Am wichtigsten sei es, die Seriosität des Angebots zu prüfen, rät die Verbraucherzentrale. Ist das wirklich ein echter Preis für das Produkt, an dem ich interessiert bin? Wenn ich Preise vergleiche und der Laden mit einem extrem niedrigen Preis auffällt, sollte das meine Zweifel aufkommen lassen. Vor allem, wenn es sich um ein Produkt handelt, das man überall woanders nur deutlich preisintensiver bekommt. Auf die Bewertungen achten. Die Experten empfehlen auch, auf die Bewertungen externer Plattformen zu achten.
Zum Beispiel Trusted Shops und Trustpilot sind nur die größten. Es gibt noch viele andere. Hat der Shop ein Siegel mit solch einer Plattform und ist das Siegel auch mit dem Profil des Shops in der Bewertungsplattform direkt verlinkt? Sollte es nicht so sein, dann stimmt wieder etwas nicht. Und wenn es nur 5-Sterne-Bewertungen gibt, ist das auch ein Hinweis. Ich empfehle immer, die verfügbaren Zahlungsmöglichkeiten zu prüfen. Bei Fake-Transaktionen bietet die Seite oft zunächst unterschiedliche Zahlungsmethoden an. Bei einer Bestellung bleibt dann allerdings nur noch Vorkasse übrig. Sollte dies der Fall sein, empfehle ich in jedem Fall Finger weg. Grundsätzlich gibt es viele Möglichkeiten, einen Shop zu überprüfen. Doch zeitgleich ist es auch wirklich schwer, einen Fake-Shop als solches auf den ersten Blick zu erkennen. Natürlich gibt es die einfachen Fake-Shops, wo man an der Schreibweise und vor allem an den Rechtschreibfehlern erkennen kann, dass irgendetwas mit der Webseite nicht zu stimmen scheint. Doch oftmals ist es tatsächlich nicht so einfach. Fake-Shops können auch komplette Impressen fälschen, das heißt auch die komplette Adresse. Hier empfiehlt sich auf jeden Fall, Google zu benutzen. Ist die Adresse überhaupt eine echte Adresse? Stimmt die Telefonnummer? Vielleicht einfach mal direkt die Telefonnummer von der Webseite des Shops anrufen und mal nachschauen, ob jemand dran geht. Das ist sicherlich die einfachste Methode, um zu prüfen, ob der Shop echt ist. Und grundsätzlich empfiehlt sich, wie eigentlich immer, benutzt Google und schaut einfach, ob ihr irgendetwas über dieses Unternehmen, wo ihr bestellen wollt, findet. Gibt es viele Negativbeiträge, dann würde ich grundsätzlich die Finger von der Plattform lassen. Und grundsätzlich hilft es auch immer, auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Sollte dort schon irgendetwas nicht ganz passen, sollte man grundsätzlich die Finger von diesem Shop lassen. Und sollte doch mal irgendetwas passiert sein und ihr habt bereits Geld überwiesen. Die Chancen stehen leider relativ schlecht, dass man hier tatsächlich sein Geld wiederbekommt. Doch empfehlen tut sich auf jeden Fall, dass man die Behörden einschaltet. Zeigt das Ganze an, bringt das Ganze zur Anzeige, meldet es. Denn, naja, so könnt ihr zumindest dafür sorgen, dass nicht noch jemand auf diesen Fake-Shop reinfällt. Und grundsätzlich empfiehlt sich, von Facebook und Instagram die ganzen tollen, günstigen Angebote, die man zwischen den Zeilen dort hin und wieder in der Werbung angezeigt bekommt, hier sollte man grundsätzlich nicht einkaufen. Denn diese Shops sind in den allermeisten Fällen unseriös. Wenn man Glück hat, dauert es lediglich Monate oder wenigstens Wochen, bis man sein Paket bekommt. Die Qualität ist oftmals nicht die auf den Bildern gezeigte. Das ist auch eine Art von Betrug. Hier sollte man grundsätzlich die Finger von lassen. Möchtet ihr in Zukunft den Shop, den ihr besucht, über den Fake-Shop-Finder einmal gegenprüfen? Besucht die Webseite verbraucherzentrale.de. Und nun seid ihr gefragt. Seid ihr bereits schon mal auf so einen Fake-Shop reingefallen? Schreibt's gerne mal unten in die Kommentare. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir leider nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gern einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.
Thank you.